Die radikale Rotte weiß nichts von einem Gotte. Sie lässt nicht taufen ihre Brut. Ihre Weiber sind Gemeindegut. Der sündige Rattenhaufen, er will nur fressen und saufen. Er denkt nicht, während er säuft und frisst, dass unsere Seele unsterblich ist. Gedichte und Geschichten. Mal spannend, mal heiter, mal traurig. Auch bei der 7. Auflage von Seitenstraße erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Wir haben zum Beispiel ein ganz interessantes Geschichtsspecial, das schon um 5 Uhr beginnt. Und zwar im Kurvenzimmer im Haus Signon am Wertplatz. Und da wird vorgelesen aus einem Buch eines Eupeners, Peter Schmitz, das also Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde, ein Antikriegsroman, Golgatha. Und aus diesem Buch liest seine Tochter, die inzwischen 91 ist. Also ein ganz interessantes Thema. Chudosnik Sonergia ist bei der Programmauswahl immer offen für Neues. Ich glaube, die Leute haben begriffen, dass das ein offenes Konzept ist. Das heißt, sehr oft kommen Leser auf uns zu, um Vorschläge zu machen, oft auch neue Geschäfte oder die selber eine Idee einbringen, dass sie einen Leser kennen oder gerne einen solchen Programmpunkt hätten. Und so kommt zum Beispiel zustande, dass wir dieses Jahr 2 Krankenschwestern aus dem St. Nikolaus Hospital haben, die selber vorgeschlagen haben, im Foyer des Krankenhauses eine Lesung zum Thema Notaufnahme zu machen. Und das ist das beste Beispiel, das ist wirklich so eine Eigendynamik. Entwickelt hat. In diesem Jahr startet Seitenstraße schon um 15 Uhr mit Lesungen für Kinder und Jugendliche. Was da neu ist, dass wir dieses Jahr auch Kinder haben, die für Kinder lesen. Zum Beispiel ist da zu nennen die Medienkids des Medienzentrums. Es gibt auch der Sohn eines Bäckers, der mit seinen Freunden aus den 3 Fragezeichen in der Bäckerei Kelleter liest. Also da ist auch ein größeres Programmangebot auch für Kinder und Jugendliche. Seit Jahren steigen die Besucherzahlen und auch immer mehr Geschäfte wollen mitmachen. Schließlich ist es auch ein wenig Werbung für den eigenen Laden. Wir haben uns von 15 auf 30 Geschäfte gesteigert. Wir rechnen so ungefähr mit 800 Zuschauern, vielleicht sogar noch mehr. Also, und es ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, an dem Abend unterwegs zu sein.